Ich habe bisher über Monkey Island, Deponia und Harveys neue Augen gesprochen. Man merkt vielleicht, dass ich mit Point-and-Click-Adventures aufgewachsen bin. In diesem und den folgenden Videos möchte ich über Spiele sprechen, die meine Kindheit geprägt haben, aber im spielehistorischen Kontext gerne vergessen werden. Den Anfang macht ein Spiel, das zusammen mit Fatty Bear's Birthday Surprise mit zu den ersten Spielen gehört, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Erben der Erde, die große Suche. Veröffentlicht 1994, 2 Jahre nach Monkey Island 2, wirkt es wie ein Adventure, das fleißig von den Großen gelernt hat. Übersichtliches Werbeinterface, klassisches Dialogsystem und genauso klassische Rätsel. Es iteriert sogar ein wenig auf der alten Formel. Die Porträts von Figuren im Dialog sind ein schöner Bonus. Und man hat 2 Begleiter, die immer alles schön kommentieren können und manchmal für Rätsel wichtig sind. Auch wenn Sam & Max Hit the Road von LucasArts schon ein Jahr zuvor genau das ebenfalls mit Max hatte. Aber na gut, die Porträts sind nett. Worum geht's denn überhaupt? In Erben der Erde sind die Menschen irgendwie verschwunden, lehrten den Tieren vorher aber noch den denkenden Geist, das fühlende Herz, den sprechenden Mund und die greifende Hand. Ach, die deutsche Übersetzung und Sprachausgabe ist für die Zeit wirklich schön. Okay, nicht ablenken lassen. Die Tiere benutzen auch noch allerlei Technologie der Menschen, auch wenn sie nicht ganz verstehen, wie sie funktionieren. Darauf aufbauend gründeten sie ihre eigenen Zivilisationen und leben ziemlich gut. Bis eines Tages die sogenannte Sturmkugel, ein Wettercomputer, entwendet wird. Diesbezüglich beschuldigt wird ein Fuchs namens Riff, weil Rassismus. Nein, Elch, wir sind keine Diebe. Wir schleichen nicht umher und stehlen wie der Fuchs. Hey! Ruhe! Okay. Ihm werden 2 Mitglieder der mächtigsten Stämme zur Seite gestellt. Einerseits, um ihn zu bewachen und andererseits, um ihm zu helfen, seine Unschuld zu beweisen. Innerhalb eines Monats. Und sie nehmen bis dahin seine Freundin gefangen. Rene? Rene! Moment. Ist das... Nein. War wohl ein sehr großer Vogel. Norman Matt? Jeder fängt mal klein an. Von da an rätselt man sich durchs ganze Land und sogar darüber hinaus, immer auf der Spur des wahren Diebes. Schön. Die Welt, das Setting überhaupt, die Figuren und Dialoge fand ich durchaus charmant und schön in sich abgeschlossen. Wenn auch vieles nicht vertieft wird, so erfährt man zum Beispiel nie, was genau mit den Menschen passiert ist. Die Rätsel sind alle auf der leichten Seite. Es gibt kein lästiges pixelweises Suchen oder blöd unfaire Designentscheidungen. Dafür gibt's ein paar kleine Labyrinthe. Da heißt es Karten zeichnen, wenn man sich nicht verlaufen will. Großartig mehr als das ihr hier seht, dürft ihr euch allerdings nicht erwarten. Die Gefährten kommen ganze 3x4 Rätsel zum Einsatz und sonderlich lustige oder epische Dialoge gibt es leider keine. Schade irgendwie, denn es wirkt nicht so, als ob es schwer gewesen wäre, diese Geschichte vom Durchschnitt abzuheben. Sie hält sich, so wie sie jetzt ist, immerzu auf einer so angenehmen, gerade unterhaltsamen Linie. Fast schon wie ein Kinderspiel. Dabei sollte es kein Kinderspiel werden. The Dreamers Guild, der britische Entwickler von Erben der Erde, wollte eigentlich eine Geschichte mit erwachsenen Themen erzählen. Ich bin sicher, die rassistischen Untertöne hätten mehr Beachtung geschenkt bekommen. Außerdem berichten Interviews von gestrichenen Todesszenen. Der Publisher bestand jedoch darauf, da geht's um Tiere, das muss für Kinder sein. Ist ja nicht so, dass es eine erwachsene Zielgruppe für anthropomorphe Struppigkeiten gäbe. Gut möglich, dass die Entwickler ursprünglich darauf abzielen wollten. Aber naja. Am Ende haben wir dieses leicht verwirrte und zu stark abgefeilt wirkende Spiel bekommen, das zwar durchaus Charme besitzt und solide gebaut wurde, aber ohne jedwede Form von Biss verkaufte es sich unter Erwartungen und fiel schließlich aus den Gedächtnissen der Spieler. Habe ich Ende gesagt? Nun, Joe Pierce, einer der Mitbegründer der Dreamers Guild, hat Erben der Erde ein paar Mal neu aufgelegt, er hat dem ScumVM-Team Zugang zum Quellcode ermöglicht, er hat einen Webcomic losgetreten und versucht sogar momentan einen Nachfolger zu entwickeln. Joah. Aufgeben scheint nicht in seinem Wortschatz zu liegen. Die Entwicklung findet immer noch statt, allerdings über Patreon, was ein bisschen seltsam ist. Aber na gut, sie bauen schon mehrere Jahre an dem Spiel und arbeiten immer noch an Räumen und Character Designs? Okay, wie viel Geld machen sie denn mit? Oh,
Oh, das ist definitiv nicht genug, um ein Spiel zu machen. Vielleicht geben die Entwickler Vlogs mehr Aufschluss. Ah, da redet er nicht mal eine Minute über die Entwicklung vom Spiel und der Rest handelt von...